Hallo zusammen, ich bin's wieder, die Lotti von Kreativ Leicht gemacht. Ich sagte ja, wenn ich das Punchboard rauskrame, dann gibt es noch etliche Sachen, die ich euch gerne zeigen möchte, die man damit so schönes noch verbasteln kann. Und heute habe ich mal wieder diese Tasse rausgekramt. Die hatte ich mal für eine Freundin gebastelt und da kann man ganz viele tolle Sachen reinmachen. Entweder Badezeug zum Entspannen und dann eben im Wellnessbereich gestaltet die Tasse. Und diese war eben hier mit Süßigkeiten. Das war damals mein Prototyp. Und seitdem steht sie bei mir auf dem Regal. Und jetzt hatte ich nach einer Idee gesucht, wie wir unsere Halloween-Zeit gestalten können und wie wir da auch den lieben Nachbarn, die uns immer so fleißig beschenken oder beziehungsweise die Kinder so fleißig beschenken, eine Freude machen können. Und da kam mir wieder die Idee, die Tasse rauszuholen, und ich hatte versucht, das Ganze umzusetzen, und das sieht jetzt so aus. Ich finde, eine total tolle Idee, voll mit Süßigkeiten gestopft und hier noch einen kleinen Anhänger dran, das Blütenband verarbeitet und hier vorne noch einen leckischen Stempel drauf, ein Griff, der Griff ist extra mit Zacken gemacht, dass man nur so ein bisschen gar nicht anfassen mag. Nein, nein, Quatsch. Aber die Idee fand ich so toll, dass ich gesagt habe, okay, die möchte ich euch gerne zeigen und nehme euch jetzt bei der nächsten Tasse einfach mit. So, was benötigen wir? Außer das Punchboard benötigen wir ein Blatt Papier. Ich habe es schon mal zurechtgeschnitten, damit es wieder mal etwas einfacher und schneller geht. Die Grundmaße sind 24,1 mal 19,7. Dann benötigen wir noch Halloween-Papier oder Gruselpapier. Ich habe hier das von Stampin' Up gewählt. Finde ich total schön. Sind ganz viele schöne Sachen bei. Ich liebe diesen Orange-Schwarz-Look. Hier ist noch die Katze, die demnächst in einem Projekt auftauchen wird. Und hierbei habe ich mich für dieses jetzt entschieden. Und wo ich das auch total toll finde. Und bei dieser Tasse hatte ich das mit den Hüten genommen und einfach die andere Seite immer versetzt aufgebracht. So, also Papier beiseite. Jetzt habe ich so viel rum. Ihr wurschtelt hier mit dem Papier. Jetzt ist mein Papier verschwunden. Okay, was benötigen wir noch? Wir nehmen wieder mal unser Schneidebrett zur Hand. Legen uns das Ganze da rein und fangen an zu falzen bei 22,9. Ich falze das immer ganz gerne andersrum. Macht sich immer etwas einfacher für mich. Halt, lange Seite, ja. 22,9. Und eingespannt. So, dann einmal bei 19. Ja, einmal bei 15,2. Und einmal bei 11,4. Einmal bei 7,6 cm. Und noch einmal bei 3,8. So, dann einmal die kurze Seite noch einspannen. Da falzen wir einmal bei 13,3. So. Na, das war ein bisschen abgerutscht. 13,3. Ich kann mal besser zu mir hinfalzen. Und einmal bei 3,8. 6, 7, 8, genau. So, das haben wir fertig. Jetzt können wir schon das Falzbrett wieder zur Seite legen. Jetzt nehmen wir uns unser Falzbein, falzen uns alle Ränder einmal ordentlich nach. Alle Falzlinien natürlich, nicht Ränder.
So, und das letzte auch noch. Dann kommt auch schon unser Patchbrot. So, wenn man die Tasse hier oben abgerundet haben möchte, so und so, oder man möchte sie glatt oben haben, das muss man dann entscheiden. Also wenn man auch diese Wellenlinien oben drin haben möchte, dann muss man auch oben noch einmal punchen, so wie wir das jetzt gleich machen werden. Und wenn man das nicht möchte, weil das ist bei der Tasse die längere Seite von den beiden ist oben und die kürzere Seite ist unten. Also punchen wir unten, und wenn man oben auch die Wellenlinie haben möchte, so wie hier, dann muss man oben auch punchen. Wenn man das so wie diese Tasse gerade oben haben möchte, dann einfach nicht. So, wir wollen aber beides gepuncht haben, weil punchen macht ja Spaß. Wir punchen erstmal genau das erste Teil. Ich hoffe, das sieht man. Ja, man sieht es genau auf dem Nullpunkt. Schon fertig sind wir mit dem Punchbrot. Da bin ich immer ganz glücklich, wenn ich stehen kann, weil durch zwei Lagen geht es dann doch immer etwas schwerer. Jetzt schlagen wir uns das Ganze, das obere Teil nach innen, und rollen es uns einmal ein. So, und jetzt sieht man ja schon, das Teil könnte man noch kurz weg abschneiden, jetzt sieht man schon einfach hier oben die Klebelasche rein. Schlagen und na, könnte man noch vorher ankleben, würde dann vielleicht ein bisschen besser gehen. Zumindest dieses eine Feld. So. Ja, Tombo braucht ja mal ein bisschen. Und einschlagen. Und jetzt kann man das Ganze schon miteinander verkleben. So, hier sehe ich, habe ich wieder mal einen vergessen. Okay. Dann dürfen wir doch noch einmal. Ja. So. Jetzt noch einmal den wieder nach außen, die Klebelasche einfach da reinschieben, und ich klemme mir das immer mal ganz gerne fest. Dann kann man noch mal schauen. Ja, so, jetzt können wir es uns ankleben. Das obere Stück klebe ich, wenn der Tombo angetrocknet ist. Jetzt schneiden wir uns hier unten einfach die Laschen ein. Na. Und können uns die ganzen Sachen schon einfalten. Dann können wir das letzte Stück hier, ja, die Klebelasche hätte man noch wegschneiden können hier unten. Schneiden wir einfach weg. Und jetzt können wir uns das Ganze schon einmal zusammenlegen und haben schon die Tasse soweit fertig. Jetzt nehme ich mir das Stück hier oben noch raus, klebe mir das auch noch an. Ja, ist wieder Tombo, klebt schön an den Fingern. Ich werde so richtig warm, werde ich nicht mit ihm. Obwohl er schon, ja. Wollte ja schon mal mein Freund werden hier, aber so richtig, er klebt immer so an den Fingern. Okay, jetzt kleben wir einfach den Rand hier unten zusammen. Man kann das Ganze auch mit
Klebestreifen machen. Ich mache mir das immer gerne ein bisschen unkomplizierter. So, ich lege das Falzbein da rein. Solange wie der noch nicht richtig angezogen ist, kann man noch mal ein bisschen nachschieben, sodass man wirklich die Ecken alle hat, eine schöne Form hat. So, und schon ist die Tasse soweit fertig. Der nächste Schritt wäre denn jetzt hier, die Tasse trocknen zu lassen. Ich stelle da mal meinen anderen Kleber rein, dass sie ein bisschen noch antrocknen kann. Und wir können mit dem Dekorieren beginnen. Für dieses, hatte ich ja gesagt, habe ich mir dieses DS-Papier ausgesucht. Die Maße sind hiervon 7,6 x 3,2. Diese kleben wir dann einfach auf die Tasse oben drauf. Ich finde es aber immer schöner, wenn die Ecken abgerundet sind. Und ich zum Beispiel hier habe ich es bei beiden Seiten gemacht. Hier hatte ich die Tasse nur unten gemacht und oben gerade gelassen. Jetzt möchte ich auch wieder beide Seiten haben. Ich nehme mir dafür meinen Eckenabrunder, wie immer zwei Stück in einem. Manchmal sind sogar drei kleine, aber kommt immer wirklich auf die Stärke des Papiers drauf an. So, dann haben wir das auch. In der Zeit konnte ja unsere Tasse trocknen. Jetzt habe ich mir noch ein Stückchen Orange übrig gelassen und habe mir aus dem Stempelset den Kürbis herausgesucht. Der ist ja vorne und hinten bestempelt. Wenn man den dann mit der Stanze ausstanzt, mit der Big Shot ausstanzt, dann hat man so einen hübschen Kürbis, der vorne und hinten ist. Den kann man dann auch noch ausmalen und innen drinne kann man einen netten Gruß schreiben. Dann ist die Big Shot. Wir platzieren uns den Kürbis da drauf. Da ist er. So, und wenn es so wie bei mir hier ein bisschen hoch und runter geht, Berg und Tal ist oder die Platten nicht mehr so schön sind, dann können wir uns das Ganze mit einem Post-it festkleben. Ja. So, ich hätte auch die Magnetplatte nehmen können, aber jetzt muss es mal so gehen. Jetzt leiern wir uns das einmal durch. Mal zurück. Ja, sieht gut aus. Und holen uns einmal unseren niedlichen kleinen Kürbis da wieder raus. So, jetzt könnte man ihn noch farblich gestalten. Man braucht ihn jetzt nur noch mit einem Bändchen versehen. In meinem Fall bleibt er jetzt mal nicht bemalt. So, weil ich den hier auch erst noch befüllen muss. Jetzt können wir uns einfach... Ja, der Kleber will gar nicht mehr. Also doch wieder Mr. Tombo. Sieht schon mal toll aus mit dem schwarzen Untergrund, finde ich das immer. Das ist total gruselig aus. Schon mal unsere Gruseltasse. So, jetzt können wir einen Griff aus Papier rumfalten, aber ich hatte mir, ich finde die Variante mit der Kreisstanze schöner. Jetzt suche ich mir nur noch, genau, hier ist meine
Ich benutze hier einmal die 2¼-Inch und einmal die 1¾-Inch Kreisstanze. Suche mir jetzt noch ein Stückchen schwarz, mache mir das aber erst das kleine Loch rein. Ja. Und dann das große. Weil dann ist es nämlich für mich einfacher, das Ganze zu sehen, ob ich es richtig positioniert habe. Falte mir das einfach ganz kurz in der Mitte zusammen. Nicht ganz so doll zudrücken, sondern nur ein bisschen die Position. Mach mir da ein bisschen Kleber rauf. Und richte mir das dann an der Tasse aus. Jetzt suche ich mir aus, wo ich das hier möchte. Ja, alles schick. Nein, hier möchte ich es hin haben. So, klebe mir das einfach nur ein bisschen darauf. Lass es kurz anziehen. Forme das ein bisschen nach. So. Drücke noch mal links und rechts. Ja, das mache mir da erstmal mein Helferchen ran. So dass man sieht, wie viel. So, jetzt kann es leicht antrocknen. Dann würde ja hier unsere Tüte reinkommen. Mopsen wir uns mal die Tüte hier. Dann würde ja hier unsere Tüte reinkommen. Unser Anhänger ist da dran. Jetzt kommt einfach nur noch ein bisschen Schleifenband, ein bisschen Klimbim. Jetzt kann man noch ein paar Glitzersteine oder noch ein paar Sprüche. Ich hatte hier zum Beispiel auch noch einen Spruch drauf gestempelt. Also da kann man jetzt wirklich frei und individuell die ganze Sache gestalten. Muss ich erstmal warten, bis das trocknet. Und hat eine neckische Idee, die man auch mal anderen schenken kann zu Halloween. So ihr Lieben, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich freue mich schon aufs nächste Projekt. Wenn ihr wissen wollt, wie man diese tolle Schachtel macht, dann schaut auf alle Fälle, ich versuche mal das Licht auszumachen, Entschuldigung, dann schaut auf alle Fälle beim nächsten Mal rein. Ich hatte mir hier nämlich eine kleine Idee ausgedacht, wie wir zu Halloween die überall rumstehen lassen können, die kleinen Lichter, dass sie so richtig schöne Stimmung verbreiten. Und das zeige ich in dem nächsten Video. So, bis dahin, viel Spaß und einen schönen Tag noch. Tschüss!